Also mein Name ist Bernhard Ferle. Ich bin hier fürs Training zuständig. Wir trainieren am Mittwochabend. Halle ist Freitagstraining. Dann wird noch Balltraining gemacht, das ist ja ganz wichtig. Einzelne, also Hintermanntraining, Schlagtraining separat machen wir normalerweise. Und dann wird halt gespielt, also wettkampfmäßig gespielt. Die Mannschaft besteht aus je 5 Spielern. Und zwar, das sind 2 Angreifer, ein Mittelmann und 2 Abwehrspieler. Die Angabe wird vorne im 3-Meter-Raum gemacht, das ist eine Linie. Von der Leine weg wird die Angabe gemacht. Vorne ist der Unterschied zum Volleyball, da wird es hinten gemacht, die Angabe. Spielfeld ist 25 Meter auf einer Seite, also insgesamt 50 Meter lang und 20 Meter breit. Wie gesagt, der Aufschlag wird vorne gemacht, der Ball darf 3-mal gespielt werden. Das besteht aus Ballannahme, Ballzuspiel und dann der Schlagmann. Das ist also ein Spiel nach Sätze. In der Regel wird 2 Sätze gespielt. Es heißt zwar Faustball, aber wir nehmen den Ball eigentlich mit dem Unterarm an, spielen den Ball mit dem Unterarm zu und der Schlagmann schlägt dann mit der Faust. Aber gespielt, die Annahme vom Ball, die wird hier in der Fläche gemacht und das Zuspiel wird auch in der Fläche gemacht. Da hat man mehr Gefühl. Ich kannte den Faustball gar nicht. Das ist halt eine Randsportart. Das ist eigentlich, sagen wir, in der Gesellschaft wahrscheinlich relativ wenig bekannt. Und dadurch kommt man halt nur durch Kontakte halt. Ne? Ja, mein Name ist Werner Schmid, bin jetzt 60 Jahre alt und bin seit ca. 40 Jahren aktiver Faustballer. Habe vorher im anderen Verein gespielt in Ochsenbach und bin jetzt seit 2012 beim TSV Bietigheim, wo es mir sehr gut gefällt. Neben meiner sportlichen Betätigkeit kümmere ich mich auch um die Öffentlichkeitsarbeit. Die Faustballabteilung TSV existiert seit ca. 1957 und wurde eigentlich gegründet aus ehemaligen Handballern und ehemaligen Turnern. Die Faustballer sind im TSV die kleinste Abteilung. Wir haben momentan 57 Mitglieder. Wir haben ca. 18 Teilnehmer, die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. Aktiv spielen momentan 2 Mannschaften. Das ist zum einen eine Männer 60, die sehr erfolgreich unterwegs ist, auch letztes Jahr bei den Süddeutschen Meisterschaften in Schüttlingen teilgenommen hat. Ja. Und dann haben wir noch eine Männer 45, die auch erfolgreich auf Gauliga-Ebene spielt und auch letztes Jahr wieder Meister geworden ist. Auch dieses Jahr, in dieser Saison, sind wir sehr erfolgreich unterwegs.